Hallo, ich habe ja bereits über den Aufbau unserer Nieren gesprochen, über die Funktion unserer Nieren, auch was passiert bei einem akuten Nierenversagen, bei einer chronischen Niereninsuffizienz. Und im Folgenden gehe ich jetzt einmal darauf ein, auf bestimmte Nierenwerte, nämlich Werte, die der Arzt untersucht, die man regelmäßig auch kontrolliert. Deswegen kennen Sie diese Werte vielleicht auch, gerade wenn Sie Probleme mit der Niere haben oder bestimmte Medikamente einnehmen, dass die dann regelmäßig einmal jährlich, halbjährlich kontrolliert werden sollte. Und was diese Nierenwerte, welche diese Nierenwerte sind, darauf gehe ich in diesem Video ein. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Für uns Ärzte ist es nicht immer einfach, die Nierenfunktion klar zu bestimmen. Man kann die Nierenfunktion letztlich nur grob abschätzen. Und dazu dienen ein paar Nierenwerte, die man hat, die ich jetzt im Folgenden einmal erläutere. Der Nierenwert Kreatinin. Sehr oft oder ganz typisch ist das sogenannte Kreatinin. Zusammengefasst: geht die Filterfunktion runter, also die Funktionsfähigkeit der Nieren wird schlechter, steigt das Kreatinin in unserem Blut. Kreatinin ist ein Abfallprodukt oder entsteht durch Kreatin aus der Muskelmasse. Kreatinin selber hat keine biologische Funktion, wir brauchen es nicht. Wenn man zu niedrige Kreatininwerte hat, ist das auch nicht irgendwie schlimm. Zu hohe Kreatininwerte, das ist das, was sozusagen gefährlich ist oder was nicht gut ist. Und wichtig an dieser Stelle auch, das zeigt aber erst sehr spät an. Das heißt, die Niere muss schon ziemlich stark geschädigt sein. Man sagt, so knapp 50% der Filterfunktion der Niere klappt nicht mehr richtig. Und erst dann steigt das Kreatinin auch, beziehungsweise steigt dann auch erst so an, dass es für uns verwendbar ist. Das heißt, sehr spät erkennen wir durch Kreatinin, dass die Niere eigentlich schon geschädigt ist. Außerdem wird das Kreatinin auch beeinflusst durch bestimmte Aspekte, Ernährung, Muskelmasse etc. Dennoch ist Kreatinin ein sehr guter Wert, ein Wert, der sehr oft genommen wird. Ich habe hier einmal die Referenzwerte, da aber wichtig, die hängen natürlich immer auch vom Labor etc. ab und welches Verfahren man macht. Es gibt auch noch, dass man das Kreatinin nicht nur im Serum, also Blut nimmt, sondern zum Beispiel auch im Urin. Da sind die Werte wieder ein bisschen anders. Man sieht hier auch eine Aufteilung nach Mann und Frau und Kinder etc. Aber für Sie wichtig, Kreatinin ist also ein typischer Stoff oder Wert, den man oft nimmt, weil er auch relativ verhältnismäßig günstig ist. Auf die anderen gehe ich gleich noch ein, da sind nämlich andere teurer. Warum man Kreatinin nimmt, letztlich gibt es drei Gründe, also man sagt drei Indikationen. Der eine ist, ja, um herauszubekommen, funktionieren die Nieren richtig oder nicht, also wie ist die Filterfunktion, das zu überprüfen. Dann zweitens aber vor allem auch in der Verlaufskontrolle, also bei Patienten, wo regelmäßig die Nierenwerte oder die Niere sozusagen gecheckt werden muss, bei Dialysepatienten zum Beispiel. Und dann drittens auch, um zu gucken, ob Medikamente, zum Beispiel Krebsmedikamente, sich negativ auf die Niere auswirken. Also Kreatinin ist ein Stoff, den man sehr häufig, sehr gerne als Nierenwert nimmt, um auch einen ersten Einblick über die Niere zu bekommen und letztlich auch gerade den Verlauf zu kontrollieren. Der Nierenwert Cystatin C. Cystatin C ist ein weiterer Nierenwert und der ist im Gegensatz zum Kreatinin teuer. Also das Labor, den Blutwert zu bestimmen, ist teuer, wird auch nicht so oft gemacht. Cystatin C wird vor allem wird von allen kernhaltigen Zellen gebildet, ist nicht so störanfällig im Gegensatz zum Kreatinin, was ich davor gesagt habe, aber wie gesagt, ist relativ teuer, ist ein Wert, den man ebenfalls nimmt, um herauszubekommen, ja, wie stark ist die Niere geschädigt. Auch hier habe ich einmal die Referenzwerte genommen, nochmal aber auch dazu, das hängt so ein bisschen vom Labor ab, ist auch nicht weiter wichtig für Sie zu wissen. Letztlich sieht man oftmals ja auf dem Zettel dann, ob dahinter zum Beispiel ein Plus ist, wie es erhöht als der Normwert oder so. Aber ganz wichtig, also ein zweiter Wert ist das Cystatin C. Und der Punkt noch, weil das da oft vergessen wird auch, Cystatin C kann wiederum auch verfälscht werden, gerade zum Beispiel bei Schilddrüsenüberfunktion, Patienten damit, bei Rauchern,
Und so ist es halt möglich, auch bei einer Cortisongabe, wenn man regelmäßig lange, jährlich oder über mehrere Jahre Cortison nimmt zum Beispiel, dass das Cystatin C im Blut erhöht ist und eigentlich gar nicht eine Schädigung oder Beeinträchtigung der Nieren signalisiert. Man nennt es dann also, dass es zu falsch erhöhten Werten kommt. Der Nierenwert Harnstoff. Ein weiterer interessanter Nierenwert ist der Harnstoff. Der Harnstoff entsteht durch den Abbau von Proteinen. Als Erwachsener bildet man so 20 bis 40 Gramm Harnstoff. Das ist also schon relativ viel. Hat also viel mit unseren Proteinen zu tun. Deswegen auch viel mit der Nahrung, die wir aufnehmen. Und das kann wiederum auch die Ergebnisse verfälschen. Ähnlich wie es beim Kreatinin ist. Also es unterliegt hier auch mehr Schwankungen, hängt also damit zusammen auch viel, was man isst. Und deswegen kann man nicht gleich immer bei erhöhten Harnstoffwerten auf Schädigung der Niere zurückschließen. Aber, und das ist das, was der Arzt letztlich ja macht, man schaut sich über einen längeren Verlauf die Nierenwerte an. Man schaut sich meist mehrere Nierenwerte an, zum Beispiel den Harnstoff und das Kreatinin. Und was man vor allem auch macht, man schaut sich die Klinik an, also das heißt, man schaut sich die Symptome an, die der Patient hat. Und wenn der Patient zum Beispiel Probleme mit dem Wasserlassen hat, wenn der Urin anders riecht, eine andere Farbe hat, schaumig ist, wenn der Patient Ödeme, Flüssigkeit in den Beinen hat, wenn er also bestimmte Symptome hat, die Anzeichen dafür sind, dass die Nieren nicht mehr richtig funktionieren, und besprochen habe ich das ja auch in dem Video über die chronische Niereninsuffizienz, dann guckt man, ob sozusagen das Labor dazu passt. Und dann ist es ganz wichtig, dass man halt den Verlaufswert nimmt, und gerade da kann man zum Beispiel auch Harnstoff verwenden als Kontrollparameter. Harnsäure als Nierenwert. Ein weiterer Wert, den ich hier an dieser Stelle erwähnen möchte, ist der Wert oder ist Harnsäure. Harnsäure ist ein Abbaubestoff aus der DNA, und da letztlich alle Zellen untergehen, wird auch regelmäßig Harnsäure gebildet. Das ist also sozusagen ein konstanter Stoff, den man hat, ähnlich zum Cystatin C. Leider kann aber auch Harnsäure natürlich bestimmten Schwankungen unterliegen, nämlich der Nahrung, die wir aufnehmen, oder zum Beispiel auch beim Tumorerkrankung, wo es zum Untergang vieler Zellen zum Beispiel kommt. Deswegen also Harnsäure ist auch ein Wert, der beeinflusst werden kann durch andere Faktoren. Das muss man immer wissen, wenn man diese Werte interpretiert. Deswegen sieht man das auch nicht sozusagen an einzelnen Wert, sondern immer in der Gesamtbetrachtung. Das ist also auch bei Harnsäure wichtig. Und Harnsäure, das dazu auch, kennt man vielleicht auch von der Erkrankung Gicht. Also wenn man sehr viel Harnsäure hat, erhöht es oder hat man das die Krankheit einer Gicht. Das ist noch ein anderes Thema. Aber Harnsäure hat auch was mit der Niere zu tun. So also sind wichtige Nierenwerte das Kreatinin, Cystatin C, Harnsäure, Harnstoff. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Sachen, die man sich anschaut. Aber das sind erstmal die wichtigen Nierenwerte. Und nochmal, diese sollte man immer betrachten, gemeinsam mit der Klinik, mit den Symptomen, die der Patient hat, und nicht alleine, nicht losgelöst. Und erst gerade im Verlauf bei mehreren Blutabnahmen macht es vor allem Sinn, denn dann weiß man so, was spezifisch auch für den einzelnen Patienten ist. Patient, der viel Muskelmasse hat oder wenig Muskelmasse, zum Beispiel Alter, Geschlecht etc. Das war einmal ein Beitrag zu dem Thema Nierenwerte. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.